Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder das Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode interviewe ich Wenke Gutreise über das Thema gesunde Unternehmenskultur, wie du ein gesundes Team zum Unternehmenserfolg führst. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, mehr Lebensbegeisterung und Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung, Performance und Happiness. Und wir schauen über den Tellerrand deiner Gesundheit. In den Interviews bekommst du Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit zu verbessern, falls diese beeinträchtigt sein sollte, entsprechend wieder nach oben zu holen, zu erhalten und wenn möglich sogar noch zu optimieren. Und Wenke und ich sprechen über das Thema gesunde Unternehmenskultur. Wenke ist unter anderem Verhaltenstherapeutin, sie ist Expertin für gesunde Unternehmenskultur und nutzt psychisches Know-how und Sportgeist, um Unternehmen und Selbstständige auch in Krisenzeiten und auf ihrem Erfolgskurs zu begleiten. Und sie nutzt praxisorientierte und praxiserprobte Tools aus der Psychologie und der Psychotherapie, aus dem Sportbereich, aus der Wirtschaft, um den Krankenstand zu senken und das Produktivitätslevel zu steigern. Wir sprechen unter anderem über aktive Pausen und die Angst vor Blamage. Wir besprechen Tipps für die Kommunikation über Zeitmanagement, über das Prinzip der Minimalkonstanz und über geplante Spontanität in der Teeküche. Wenn du mehr über die Arbeit von Wenke erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und in die Videobox, aber auch unter www.functional-basics.de/Wenke-Gutreise. Dort erhältst du noch weitere wertvolle Impulse und Links zu mehr Know-how und entsprechenden Tools. Wenn du deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, deine Persönlichkeit weiterentwickeln möchtest, dein Fundament für mehr Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein und Kreativität kreieren möchtest, dann schau gern weiterhin auf meiner Homepage www.function-basics.de. Dort findest du einen großen Blog, dort findest du Rezepte und mein Angebot im Bereich Coaching, Speaking und für Firmen. Dort hast du auch den Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo du nützliche Tools, Praxis aus Coachings und Erfahrungen an die Hand bekommst. Dort findest du auch alle Interviews, die noch nicht veröffentlicht wurden. Functional Basics Guide, die Plattform im deutschsprachigen Raum für deine Persönlichkeitsentwicklung und deiner Gesundheit. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile diese gerne im Social Media. Du kannst auch im Vorfeld auf meinem Instagram-Kanal functional.basics immer wieder Fragen stellen, im Vorfeld an die Experten, sodass wir deine Fragen im Interview klären können. Auch das tun wir in diesem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Wenke Gutreise, gesunde Unternehmenskultur, wie du ein gesundes Team zum Unternehmenserfolg führst. Viel Spaß, bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute habe ich zu Gast Wenke Gutreise. Grüß dich, Wenke.
Hallo. Wir haben ja heute die Headline Gesunde Unternehmenskultur, wie du ein gesundes Team zum Unternehmenserfolg führst. Vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, die ein Startup haben oder ein Unternehmen schon gegründet haben, die Kollegen alle rumkränkeln, aber auch aus der Sicht des Arbeitnehmers ein sehr wichtiges Thema. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, ich habe dich ja im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, dass du Verhaltenstherapeutin bist, bist Expertin für gesunde Unternehmenskultur, hast psychologisches Know-how und bist sportbegeistert und nutzt praxiserprobte Tools aus der Psychologie. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gesunde Unternehmenskultur gekommen? Gab es da Schlüsselmomente und wie war das? Ja, da gab es Schlüsselmomente aus der Zeit, die ich als Verhaltenstherapeutin gearbeitet habe und auch einfach auch schon vorher in der Ausbildungszeit. Da gab es einfach immer wieder die Momente, in denen von Stress berichtet wurde, der mit Arbeit in Verbindung stand und gleichzeitig allerdings auch das, was auf der Arbeit schwer fiel, auch im Rest des Lebens schwer fiel. So die Ecken und Kanten, die da sind, die finden ja am Arbeitsplatz statt, aber auch im Privatleben. Nur verbringen wir ja einen Haufen Zeit mit Arbeiten. Und mir ist aufgefallen, dass so in unserer Gesellschaft dieses Work-Life-Balance-Konzept immer noch ganz, ganz stark ist. Und ich wunderte mich immer, sind wir denn nicht am Leben, wenn wir arbeiten? Also Arbeitszeit ist doch auch Lebenszeit. Und das hat mich dann hellhörig gemacht und auf die Spur gebracht, im Bereich Arbeit, im Kontext der Arbeit, eher einen präventiven Charakter reinzubringen und den Wert Gesundheit fürs gesamte Team wertvoll zu machen. Denn ja, so ein Unternehmen ist mehr als die Summe der Teile, so wie wir Menschen ja auch mehr sind als Kognitionen oder körperliche Funktionen und Biochemie, sondern alles ist in einem System und jedes Element bedingt ein anderes. Und so ist es im Unternehmen auch. Erinnerst du dich noch an diese Eckpunkte? Was das für Eckpunkte waren in der Falzentherapie? Weil gerade das, weil du ja sagst, eine Work-Life-Balance, ich finde diesen Vergleich Arbeitszeit, Lebenszeit, wäre schön, wenn man es trennen könnte, ne? 80 Jahre leben, 80 Jahre arbeiten, irgendwie packen wir das alles zusammen. Was sind da so für Eckmomente, die du gerade ansprachst? Ja, ich habe immer wieder beobachtet, dass es dann in der Kommunikation Punkte gab, die in der Arbeit unstimmig waren, zu einer Rückzug von Mitarbeitern führten und zu einer Art Resignation, fühle mich nicht wertgeschätzt, bin dann in irgendeiner Weise weniger motiviert und werde immer unzufriedener. Und diesen Verfall der Motivation, der findet dann zu Hause ja weiterhin statt. Ja, und es wird dann immer mehr zu viel, wenn man vom Gefühl her halt auch einfach nicht mehr den Elan verspürt, wirksam in irgendetwas zu sein. So, und das gibt dann eine Kaskade, die einfach insgesamt für Berufs- und Privatleben ungünstig ist. Und ja, Wertschätzung, ja, ein ganz, ganz großer Punkt. Wertschätzung, Kommunikation und auch ein Stück weit Selbstermächtigung, Selbstfürsorge und Selbstfürsorge im Sinne von meine Resilienz fördern, meine Ressourcen stärken und auch meinem Körper eine Wertschätzung geben. Denn der macht den ganzen Tag eine Menge Balancearbeit für uns. Und wir sehen häufig erst, wenn wir leistungsfähig sind, auch die Leistung des Körpers oder erkennen sie an. Mhm. Und die Stressverhaltensmuster oder die Stresskaskaden, die greifen ja immer wieder, so habe ich es beobachtet, auch in die körperliche Gesundheit mit ein. Also unser Auto tanken wir regelmäßig, das wird auch gewartet. Den Laptop warten wir auch, hängen ihn an die Batterie. Und bei uns ist es meistens mit einem gewissen Ergebnis verbunden oder mit einer Wertschätzung von außen. Was sind denn da so typische Symptome, die du vielleicht begegnet bist, wo du sagst, hey, ich sehe nur, wenn ich was geleistet habe, aber jetzt habe ich was geleistet, aber irgendwie, boah, mein Körper geht langsam den Bach runter. Was sind denn da so Symptome, die du über die Jahre dir entgegengebracht wurden? Ich habe
beobachtet, dass es am Anfang mit Nacken, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen beginnt, Kiefer, was ganz ja, klar ist, vor allem auch im Bereich der Büroarbeit. Ja, wenn wir gestresst sind, gehen wir in diese Reptilienhaltung, die bewirkt wieder eine Muskelverspannung im Nacken, wir beißen die Zähne zusammen, das gibt Kopfschmerzen, der Nacken verspannt sich mit, die Organe haben weniger Platz, die Lunge haben weniger Platz und das wirkt sich ja dann auch auf die Sauerstoffversorgung A, des Verdauungssystems und B, auch auf die Hirnleistung aus. Ja, wo wenig Versorgung da ist, können weniger hilfreiche und gesunde Prozesse innerlich stattfinden. Und dann wundern wir uns, ja, wenn wir Verdauungsschwierigkeiten bekommen, Kopfschmerzen bekommen, die Konzentration weniger wird. Ja. Also viele arbeiten ja dann, wenn sie sowas merken, symptomatisch. Ne? Also Kopfschmerzen, da habe ich eine Kopfschmerztablette. Manche genau. Gehen ja aus dem Haus mit 2 Aspirin, weil sie wissen, 11.30 Uhr, da kriegt es immer so ein bisschen Stechen im Kopf. Na, um dem vorzubeugen, nehme ich mal ein bisschen Blutverdünner. Genau. Oder manche kleben sich schon mal prophylaktisch 2 ABC-Pflaster auf den Nacken und sagen, ja, wenn der Chef wieder reinkommt, dann ziehe ich mir die Schultern hoch, das tut weh, dann packe ich da schon mal ABC-Pflaster, also Wärmepflaster drauf. Durchfall, esse ich ein bisschen Aktivkohle, ein paar Backpflaumen oder kann ich gar nicht mehr auf Klo, erlebt man ja manchmal auch, ja. Trinke ich halt irgendein Abführmittel. Aber das ist ja alles symptomatisch. Das genau. Ist an meinen Augen richtige Stellschrauben gestellt. Deshalb, wenn wir jetzt Unternehmen haben, wo wir sehen, dass die Arbeitnehmer nach und nach Burnout, Bandscheibe, so irgendwelche degenerativen, ne, vergessen, dass sie auf Arbeit müssen, weil sie vielleicht dann neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz entwickeln. Mhm. Was tun? Wie funktioniert das mit dieser gesunden Unternehmenskultur? Naja, im Vorfeld, es gibt verschiedene Stellschrauben. Zum einen, dass ein gesundes Pausenmanagement und Erholungsmanagement auch betreiben und auch immer mal wieder Fenster auflüften, mal rausgehen, sich strecken, Bürogymnastik, da muss man ja nicht mal unbedingt einen Turnbeutel mitnehmen, ja. Strecken, Wirbelsäule stärken, Bauchmuskulatur stärken, die Beine, das können ja alles, ist gerne easy. Toilettenpause ernst nehmen, ganz genauso. Easy peasy für mehr Flow, sage ich ganz gerne. Ich habe das häufig erlebt in der Praxis, dass genau das verkniffen wird. Ah ja, später. Ja, wie so eine Art Belohnung. Ja, ich trinke zur Belohnung, ich entlaste mich körperlich zur Belohnung und das Sauerstoff gibt es auch zur Belohnung. Mhm. Ja, genau. Und all das sind ja allerdings elementare Bausteine, damit wir leistungsfähig sein können. Und ich meine mit Leistung auch eine Art Zufriedenheit wahrnehmen können. Denn Zufriedenheit wahrnehmen ist auch eine körperliche Leistung. Aber wie ist es denn jetzt, wenn wir zum Beispiel eine aktive Pause? Also ich kenne das, ich habe viele Jahre in Firmen, wo 12 Minuten aktive Pause, ne, bist du von Raum zu Raum gegangen und hast Übungen gezeigt, ne, Streck, da ging es ja nicht mal darum, dass wir irgendwie auf den Tisch springen oder irgendwelche Liegestützen machen, sondern einfach mal wirklich Schultern durchbewegen, mal weg vom Bildschirm. Und da gab es mal wieder Momente, gerade Großraumbüros, da stehen 5 auf und die anderen 30, ne, die machen sich dann lustig oder flüchten schlagartig, nutzen das direkt als Raucherpause und Co. Wie gehst du mit solchen Momenten um? Weil es gibt ja wirklich Mitarbeiter, die sind ambitioniert und stehen auf und strecken sich, machen vielleicht ein bisschen Hüftkreisen, gehen mal die Treppen auf und ab. Und dann gibt es ja die sagen, so einen Schmarrn brauche ich nicht. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil es ja dann doch für die aktiv sein möchten, eine Hürde ist. Mhm. Ich habe das häufig erlebt, dass es mit 2 Arten von Ängsten verbunden ist. Vielleicht auch mehrere, aber 2 kamen immer wieder bedeutend hervor. Zum einen die Angst, sich vielleicht bei den anderen zu blamieren und die Bewegungen nicht ganz so dolle mitmachen zu können. Oder vielleicht auch mal, wenn man viel sitzt, ja, je nachdem, was man gegessen hat, kann sich bei einer Bewegung auch mal eine Blähung lösen. So, das ist einfach so beim Entspannen auch. Und das puffere ich im Vorfeld ab, indem ich das einfach sage, so. Kann sein, sind menschliche Vorgänge. Und mit diese Ängste im Vorfeld ansprechen. Eine zweite Angst ist,
dass ich Angst habe, nicht fertig zu werden, dass ich lieber diese, ja, dass ich in dieser Leistungsschiene bleibe und diese 10 Minuten Selbstfürsorge mir abknapse, um später 10 Minuten früher zu gehen oder doch noch was fertig zu kriegen. Und auch das hole ich so weit wie möglich am Anfang ab. Mhm. Mit dem Beispiel des Tankens und auch mit dem Beispiel, dass ich immer wieder erlebe, wir hetzen uns den ganzen Tag ab, 8-9 Stunden im Büro hetzen wir uns ab, um dann in die Yogastunde auch wieder zu hetzen und dann mal 1,5 Stunden ausatmen. Powerposen. Powerposen, genau. Einmal in die Woche oder Wellnessurlaub, ja, ein Retreat für 2 Tage und dann hetzen wir wieder weiter. Und diese Minimalkonstanz reinzubringen, lieber kleine, feine Pausen, Pausensnacks, Bewegungssnacks, als das Permanente abzuhetzen, der Körper dann gar nicht so mitkommt überhaupt, dann zu kapieren, ach, jetzt ist ja Yoga, jetzt kann ich ja entspannen. Ich versuche das, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, im Vorfeld mit kleinen Beispielen anschaulich und humorvoll abzuholen. Also gehst du in den Raum und sagst, okay, aufstehen, jetzt wird gepupst und sich gestreckt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Einmal Dampf ablassen. Aber wie immer, mein Fernseher wird auch aufgemacht, dann gehen wir alle mal durchatmen. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel, das ist ja dann schon der Schritt, dass eine aktive Pause angeboten wird und jemand Externes gegebenenfalls einen Fuß in die Firma setzen darf, da gibt es ja auch nochmal die eine oder andere Hürde, vielleicht beim Geschäftsführer. Kannst du nicht einfach in die Firma gehen und sagen, tach, Bezahlung machen wir irgendwann mal, wir machen jetzt mal Sport. Wie ist denn da der Werdegang? Wie kann ich denn in eine Firma reingehen und anbieten, hey, ich glaube, da ist noch was zu holen in dem Bereich Gesundheit? In der Form habe ich das bisher noch nicht gemacht, dass ich von mir aus gesagt habe, ich glaube, bei Ihnen ist noch was zu holen, weil ich mir gedacht habe, wenn Sie nie jemanden... Die Leute raushumpeln bei Ihnen und husten und kranken. Ich habe das mal eine Woche beobachtet. Ich glaube, da müssen wir was machen. Genau, wenn ich tatsächlich beobachten kann, dann, dann hat das ja einen Beobachtungswert. Allerdings... Man kommt zu mir mit so einer Art Vorschlag, dann würde ich sagen, ja, ist auch ein Schlag. Ich frage doch erstmal, wie die Wünsche und die eigene Wahrnehmung so ist. Ja, und was sie sich im Bereich der Mitarbeiter so wünschen. Ob es mehr Engagement, mehr Motivation ist, eine andere Art von Kommunikation. Und dann habe ich das eher erlebt, dass es leichter ist, auf die Wünsche der Geschäftsführer einzugehen und dann der Gesundheit einen Wert zu geben, als wenn ich mit meinen Wert Gesundheit quasi überstülpe. Ja, denn was wir häufig vergessen ist, dass eine große Aufgabe von Geschäftsführern ja auch ist, kostendeckend zu arbeiten und den Umsatz zu fördern. Und dass sie auch Bedürfnisse haben und Wünsche und Ängste. Ja, und das vergessen wir dann häufig. Ne? Ich höre, naja, die da oben und die interessieren sich gar nicht. Ich erlebe das gar nicht so, sondern ich erlebe das ganz anders. Nur, dass der Fokus einfach gerade woanders sitzt und mir ein bisschen Nachhilfe geben darf. Wie schaut dann so eine Nachhilfe aus deiner Seite aus? Das kann sein, je nach Bedürfnis. Ja, ich biete kein Entspannungstraining an, wo eigentlich gerade Kommunikationstraining angesagt wäre, sondern da, wo das Bedürfnis ist. Wenn mir mitgeteilt wird, dass die Teamfähigkeit gerade Nachhilfe braucht, dann ist es eher im Bereich der Kommunikation. Wenn gewünscht wird, Rückenstärkung, dann ist es eher im Bereich von Rückentraining, Wirbelsäulentraining. Und darauf aufbauen, dann gucken, wo noch weitere Bedürfnisse sind. Also ich setze immer da an, wo auch gerade der Punkt ist, an dem es Sinn macht. Ja. Also vielleicht auch für die Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, die zuhören und zuschauen, es bedarf ja natürlich auch eine gewisse Skalierung. Ne? Zu gucken, ich mache erstmal eine Analyse, weil das habe ich auch häufig erlebt. Ich wurde dann zum Gesundheitstag eingeladen, mache mal einen Vortrag zu XY. Und wenn ich dann mal nachfrage, was ist denn die Absicht hinter dem Gesundheitstag? Na, wir machen einen Gesundheitstag. Das ist für mich eher so, wir zeigen mal unseren Arbeitnehmern, wie es sein könnte.
Trösten Sie so ein bisschen runter. Ja, wir haben mal was für eure Gesundheit getan. Aber eigentlich geht dem Ganzen ja eine Analyse im Vorfeld. Was braucht es eigentlich? Genau, da differenziere ich auch. Ja, was ist mein Auftrag? Ist es jetzt wirklich, in Anführungszeichen, nur eine Information reinzugeben und um sie dann zu informieren, das und das könnt ihr zu Hause alles wahrnehmen oder jetzt schon im Büro, das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, aber mehr ist da nicht. Also in Anführungszeichen nur, weil das ist ja schon mehr als gar nichts. Oder ist wirklich ein Interesse da, zu begleiten und erstmal an dem Punkt anzusetzen, dem gerade ganz, ganz offensichtlich was da ist, um dann weiterzuschauen und manchmal vielleicht auch Einzelne abzuholen mit gegebenenfalls einem Einzelcoaching. Das differenziere ich schon. Ich finde, das ist auch wichtig. Und wenn mehr gewünscht ist, dann habe ich auch noch mal einen Fragebogen, ja, den dann die Mitarbeiter ausfüllen dürfen. Um zu gucken, wo sind individuelle Baustellen. Genau, denn das ist ja auch spannend. Manchmal sehen die Geschäftsführer andere Baustellen als die Mitarbeiter. Ja. Auch um das dann ansprechen zu können. Ich sehe, da sind irgendwie alle ständig krank. Und irgendwie gebe ich da Geld raus, kommt nichts rein. Machen Sie mal was. Aber dann erstmal zu gucken, woran liegt es denn eigentlich? Also gesunde Unternehmenskultur fängt eigentlich in der Arbeitgeberstation an, um das zuerst mal zu sehen, okay, ich möchte etwas verbessern. Oder? Ja. Und ich würde sogar sagen, ein bisschen dreist möglicherweise in Anführungszeichen, es fängt immer bei uns selbst erstmal an. Ja, und mit, dass wir uns klar sind, was wollen wir? Was wollen wir von uns? Was für eine Rolle will ich auch? Was für ein Rollenvorbild will ich sein? Denn das sind wir, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und dann eben, wie kriegen wir jetzt die Werte in das Unternehmen und zwar auf gesunde Art und Weise? Und wie kriegen wir den Wert Gesundheit ins Team und auch in die Verantwortung des Einzelnen? Ja, ich würde hier glatt mal eine Frage schon mal einbauen. Aus Instagram, die Saskia12-30-2 fragt, wie kann ich meinen Arbeitgeber überzeugen, dass ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch benötige? Weil, jetzt hatte ich ja gerade gesagt, ne, der Arbeitgeber gibt den Startschuss, wir machen was für die Gesundheit oder Kommunikation. Aber sehr häufig sehe ich es auch, dass die Arbeitnehmer dann sagen, ja, Firma XY, die tun so viel und die können turnen und haben eine Dusche und was nicht alles. Aber wir machen das alles nicht. Also die Wünsche sind oftmals da. Und das wäre ja gerade passend die Frage. Wie kann ich denn erstmal die Frage, ne, meinen Arbeitgeber überzeugen, ich brauche einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und die weitere Frage wäre, wenn ich als Arbeitnehmer mir wünsche, ich möchte einfach mehr von meiner Gesundheitsförderung von meinem Arbeitgeber mir wünschen, wie kann ich das dann, wie gehe ich da hin? Gehe ich zur Tür und sage klopf, klopf, hallo? Möchte was für meine Gesundheit tun. Das ist auch ganz spannend. Zum einen, dass wir es äußern, zum anderen, wie wir es äußern. Denn ja, Geschäftsführer hat eben auch die Aufgabe, das so zu verteilen, dass es fürs Unternehmen, auch die Gelder, die rausgehen, dass es fürs Unternehmen sinnvoll ist. Und dass es fürs Unternehmen sinnvoll ist, ist wiederum für jeden Einzelnen sinnvoll. Wenn das Unternehmen unnötig viel Geld verbrät, können die Stellen nicht gehalten werden. Das heißt, wenn wir damit argumentieren, dass wir ja gute Arbeit leisten wollen und dass wir unser Engagement in voller Größe der Firma geben wollen, dann haben wir da bessere Karten. Und ich gehe mal davon aus, dass das der Fall ist bei der Frage. Ja, ich möchte das, was ich bieten kann, auch voll umfänglich dem Arbeit der Firma zur Verfügung stellen. Und dafür ja, ist einfach Schmerzfreiheit viel, viel sinnvoller. Und wir möchten ja beide das Gleiche. Ja, dass ich ordentliche Arbeit liefere. Dass ich ordentliche Arbeit liefern kann, dann bin ich zufrieden. Und dass du zufrieden sein kannst und die Investition in mich und mein Potenzial, meine Schaffenskraft auch für alle gewinnbringend ist. Ja, also Kommunikation. Wie würdest du es der Saskia vielleicht einen Impuls geben, wie sie ihrem Geschäftsführer, Geschäftsführerin bezüglich
Stehschreibtisch mal anfragt. Genau darauf abzielen. Du, ich glaube, wir haben beide den gleichen Wunsch. Okay. Ich glaube, wir haben beide den gleichen Wunsch. Du weißt, dass ich einen Stehschreibtisch brauche, ne? Nämlich, ja, dass ich meine Arbeit ordentlich mache, ja, dass ich möglichst leistungsfähig hier bin, Zufriedenheit, dir mein Engagement geben kann fürs Team. Ja. Und das geht besser schmerzfrei. Besser schmerzfrei. Weil gerade das Thema Stehschreibtisch begegnet tatsächlich häufig. Viele haben diese Assoziation, okay, ich muss erst einen Bandscheibenvorfall haben, dann habe ich mir den verdient. Ne? Ja, muss nicht unbedingt. Schaut mal bei ergotopia.de, das ist ein jetzt Werbung, aber ich habe mit denen an sich nichts zu tun. Ich weiß, dass die ein Dokument haben auf der Homepage, wie du im Vorfeld präventiv einen Stehschreibtisch über Rentenversicherungen, über Betriebsgesundheits- und ähnlichem über einen Arzt bekommen kannst, ohne dass du erst wirklich kaputt sein musst. Und da sagst du schon was. Vielleicht kannst du diesen Link noch in die Keynotes geben. Genau, den packe ich in die Shownotes, dann könnt ihr da direkt das nochmal durchlesen. Das ist hilfreich, ja, wenn wir schon was vorbereitet haben und schon eine Alternative anbieten, dann braucht der Chef nicht so viel Zeit noch zusätzlich mit Angebotssuche, sondern dann hat das alles schon stattgefunden und das zeigt ja auch schon mal Engagement und auch das Verständnis. Ich weiß, du hast nicht so viel Zeit, deswegen habe ich schon mal was vorbereitet. Genau. Das gibt sozusagen... Ja, das erhöht die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches. Auf Kommunikationsebene ist dennoch damit jetzt nicht kann. Bitte jetzt nicht einfach dieses Dokument ausdrucken, unter die Tür schieben mit einem Zettel, brauche ich. Ne? Vielleicht nicht die eleganteste Kommunikationsart, die man wählen kann. Was sollte. Auf jeden Fall allerdings kommunizieren und im Vorfeld überlegen, so, okay, was sind die Aufgaben eines Chefs? Der hat wenig Zeit, deswegen muss ich mich nicht verstecken, sondern ich gehe drauf ein und fasse mich möglichst kurz, überlege vorher, was möchte ich sagen, wie schätze ich wert, dass er sich Zeit genommen hat und wie mache ich klar immer den Wert meiner eigenen Arbeit. Das ist uns wichtig, dass wir zufrieden sind und dem Chef auch und da die Gemeinsamkeit auch hervorheben. Wir haben beide das gleiche Ziel. Du hast ja vorhin auch gemeint, dass Kommunikation sehr häufig ein Thema ist im Unternehmenserfolg, Unternehmensführung, aber auch untereinander. Hast du da vielleicht Impulse für die Zuschauer und Zuhörer, was gute Kommunikation ausmacht? Ja, wenn wir eine Prämisse in die Teeküche oder wo auch immer hinhängen, dass wir alle irgendwo fehlbar sind, dass wir alle gewisse Momente mal haben und uns mehr oder weniger elegant in der Kommunikation uns verhalten oder nicht. Also, dass wir so milde walten lassen. Das zum einen und zum anderen, hinter jedem Vorwurf wohnt ein Wunsch, dass wir wenn wir was rausbringen, auf Wunschsuche im Vorfeld gehen, sagen, was wünsche ich mir. Und wenn wir einen Vorwurf hören, dass wir auch uns darin üben, den Wunsch dahinter zu erkennen und auf den Wunsch reagieren. Das braucht ein wenig Übung und Zeit. Aber auf Wünsche zu reagieren, das ist um einiges stressfreier, als dann im Aber-Du und Angriffsmodus zu bleiben. Und hinter jedem Müssen steckt ein Wollen. Ja, in der Kommunikation. Also als Beispiel, könntest du ein Beispiel bringen? Ja. Gegen Müssen und Wollen? Kann jetzt natürlich sagen, boah ey, ich muss jetzt heute noch Geschirr spülen und tanken und einkaufen auch. Auf der anderen Seite esse ich auch unglaublich gern von sauberem Geschirr. Ja. Und das ist mein Wunsch. Ich möchte von sauberem Geschirr essen. Ich möchte auch gerne durchfahren können. Ich möchte überhaupt was essen. Und dafür ist es einfach notwendig, gewisse andere Dinge zu tun. Also, das ist spannend, weil danke, dass du nochmal das Beispiel bringst. Weil ich höre immer wieder raus, ja, aus dem Müssen machen wir jetzt ein Dürfen. Aus Muss, ich darf. Dein Körper, dein Geist sagt, selbst wenn du sagst, ich darf jetzt abwaschen, dein Geist sagt,
klammern muss. Ja, genau. Nee, da sagt mein System auch Lüge, Lüge. Ja, den Abwasch finde ich immer noch nicht großartig. Mhm. Ja, aber der Wunsch, von sauberem Geschirr zu essen, der ist einfach größer, als zu sagen, naja, dann kratze ich das halt mal ab. Ja. Oder pack's auf. Ja, ja, genau. Das war ein einfaches Beispiel, aber ja, müssen ist ein Giftwort. Ja, das erzeugt ganz viel Stresshormone im Körper. Druck, genau. Und die können wir damit, wenn wir auf, ja, auch wieder auf Wunschsuche gehen oder was will ich eigentlich, worum geht es eigentlich, minimieren und in der Kommunikation auch. Also wir haben quasi die Kommunikation, wir haben Bewegung. Was ist dir noch aufgefallen in Unternehmenskulturen, wo du merkst, okay, da ist Nachholbedarf? Vielleicht, wenn man jetzt auch mal Unternehmen vergleicht, so, ich nenne es mal Eingesessene, die es schon 100 Jahre gibt, wo dann der Vorstand runterguckt aus der letzten Etage und sagt, oder da unten, da, die müssen sich nicht bewegen, die müssen arbeiten. Und dann haben wir ja auch Unternehmenskulturen, die sagen, hey, wir haben so eine flache Hierarchie, ne, da schießt der Chef oder die Chefin den Fußball quer durchs, oder dann triffst du am Tischkicker. Wo siehst du noch Potenzial für eine gesunde Unternehmenskultur? Ah, in zwei Bereichen. Zum einen in dem Umgang mit Zeit oder nach Zeitmanagement. Ich stolper immer so ein bisschen über das Wort. Zeit ist nicht zu managen, Zeit ist. Mhm. Wie wir mit Zeit umgehen und beschäftigt sein, heißt nicht unbedingt, dass die Zeit ja effektiv eingesetzt wurde oder genutzt wurde. Und das habe ich früher selbst erlebt. Die schneller mit etwas sind, dass die dann quasi noch ein bisschen bestraft werden, indem sie noch mehr Arbeit bekommen. Das ist häufig der Effekt, wenn ich effektiv arbeite und effizient arbeite, dann kriege ich noch mehr aufgebrummt. Das will natürlich keiner, also tun wir alle möglichst beschäftigt, damit wir nicht noch mehr kriegen. Also wenn wir insgesamt von unserer Zeitwahrnehmung oder von dem Gedanken, es muss von 9 bis 5 gearbeitet werden, wegkommen, sondern uns überlegen, welches Ergebnis will ich in welchem Zeitrahmen und welche Fähigkeiten der Mitarbeiter sind dafür einsetzbar. Wir geben noch einen Puffer drauf und gucken dann, wie das tatsächlich funktioniert. Und dann dem Wert Gesundheit und Regeneration dafür mehr Zeit zu haben. Also weg von dem Stechuhr. Ja. Stechuhrverfahren. Also wie würdest du dann, wenn du sagst, okay, Zeitmanagement, hast du ja gesagt, ist nicht so das schönste Wort. Womit würdest du es dann vielleicht ersetzen? Ich habe bisher selbst noch kein fancy Wort gefunden. Ich finde, es hat was mit Ressourcennutzung zu tun und den eigenen Ressourcen. Und ich suche selber noch nach einem, einem stimmigen Wort. Also bin ich vollkommen bei dir. Dieses, was für mich vielleicht in die Richtung geht, ist Selbstorganisation, Selbstmanagement. Wie manage ich mich selbst mit der verfügbaren Zeit, die ich in meinem Leben am Tag habe? Viele suchen dann halt immer, ja, Zeitmanagement-Tools, ne? Sei es Kalender oder To-Dos und Co., Eisenhower-Matrix und was nicht alles gibt in den Bereichen. Aber dann verlieren sich auch sehr viele in Planen und planen so gerne und kommen nicht mehr ins Tun. Also mit Zeitmanagement-Tools kann man auch sehr viel Zeit vertun. Absolut, absolut. Da gibt es ja auch so viele, die man ausprobieren kann und die man optimieren kann. Deswegen Selbstmanagement, das grenzt direkt, ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Konstrukt. Selbstmanagement ist direkt mit der Selbstfürsorge und auch mir Zeit nehmen für die Körperpflege, Essen, Trinken, Schlaf, Pause, Atmen, Bewegung und aber auch dem, was mir Spaß macht, womit ich meine Ressourcen fülle, was mir Kraft gibt. Und wenn wir das immer wieder hinten anstellen, im Sinne der Disziplin, des Schaffens, ja, arbeiten, 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 dann werden wir Gesundheit verlieren. Das heißt, Selbstmanagement
grenzt direkt eine Erlaubnis auch und eine andere Art der Disziplin, nämlich anzuerkennen, dass wir Menschen eben menschliche Rahmenbedingungen haben, biologische und auch Bedürfnisse, die ganz anders aussehen können als die vielleicht vom Kollegen. Mhm. Und uns und dafür einzustehen. Ja. Ja. Ich glaube, es passt gerade noch eine weitere Frage mit rein. Und zwar hast du das vorhin gemeint, in der Teeküche einen Zettel anhängen, gute Kommunikation. Und Weidenwind von Instagram fragt, wie kann ich in Zeiten von Corona das spontane Teeküchengespräch entstehen lassen, wenn doch jetzt alle im Homeoffice sind? Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was ordentlich für den einen oder anderen Druck. Auf einmal sitzen da vier Kinder oder zwei Kinder und ein großes Kind, Mann oder die Frau. Und ich will mich doch eigentlich mal mit jemand anderem unterhalten. Ja, ist eine spannende Frage und ich denke, dass das auch bei vielen fehlt, ja, der spontane Plausch oder vielleicht auch mal kurz das, ja, Druck ablassen dann oder Inspirationen holen. Das Spontane, das dürfen wir akzeptieren, das kann in Zeiten von Corona so leider nicht stattfinden. Aber geplant spontan. Mhm. Dass wir geplant spontan virtuelle Kaffeepausen uns überlegen. Oder auch geplant spontan ein gemeinsames Workout am Morgen oder eine Meditationspause. Geplant spontanes, hey, lass doch mal kurz telefonieren und wir gehen dabei beide draußen spazieren. Mhm. Ja, mit einzelnen Kollegen oder aber auch von Führungsebene, dass man gewisse Zeiten für einen virtuellen Kaffee oder virtuellen Plausch, ja, angibt und einlädt. Mhm. Also über Zoom, ich kenne das von die Frau meines Vaters, also ist nicht meine Mutter, sondern meine Stiefmama, wenn man so möchte. Sie ist Teamführerin und hat letztendlich auch dort Zoom-Calls, so wie wir es gerade machen, geplant, um mal über Gott und die Welt zu sprechen. Nichts irgendwas mit Firma und Co., sondern halt wirklich mal aus dem, ne, so wie man sich auch in der Teeküche trifft. Das macht, glaube ich, sehr, sehr viel Wert, dieser Smalltalk am Rande. Ah, wie war denn dein Wochenende? Wie war denn, neues Kind, neuen Hund? Das ist diese sozialen Kontakte. Das ist, glaube ich, was in der Corona-Zeit sehr, sehr, das ist gar nicht mal, dass die Arbeit jetzt im Büro liegt, sondern dieser zwischenmenschliche Effekt. Mhm. Ja. Ja, genau. Ich habe von einer Firma, von einem Mitarbeiter in Mannheim gehört, dass eben genau das stattfindet und auch gerne draußen. Unabhängig davon, ob das jetzt über Zoom oder über andere Kanäle stattfindet, da gibt es ja auch firmeninterne, wo auch dazu eingeladen wurde, es muss nicht am Rechner sein. Ja, es kann auch in einer entspannten Atmosphäre sein, eben weil keine firmeninterne jetzt stattfinden, sondern ja, einfach nur ein Austausch. Ja. So ein ganz menschlicher. Und das ist auch Gold wert, denn da kriegt man viel, viel mehr mit, auch nochmal, was so neben der Arbeit bei den Menschen los ist. Ja. Würdest du das also zur gesunden Unternehmenskultur dazu zählen, quasi diese sozialen Kontakte zu pflegen? Ja. Ja. Ja, absolut. Denn wir sind soziale Wesen. Ja, wir sind soziale Wesen und wenn wir ein Team als Ganzes verstehen und dann allerdings komplett defragmentiert, fragmentiert sind und dezentralisiert und jeder nur noch in seinem eigenen Arbeits- oder Tanzbereich rumpuzzelt, dann wird es auch schwierig abzufangen, ob wirklich auch alle noch die gleichen Werte vertreten und ja, im gleichen Engagement sind. Okay. Bevor ich dich nochmal eine Zusammenfassung zusammenfassen lasse zum Thema gesunde Unternehmenskultur, würde ich die letzte Frage direkt noch mit einstreuen. Und zwar Anipol Waki von Instagram fragt, welche Fortbildungen empfiehlst du, wenn man in diese Richtung gehen möchte, also sich um Unternehmenskultur kümmern? Spannend. Es gibt bestimmt mehrere Einstiege. Ich denke, dass
ein gewisses Know-how im Rahmen von Gesundheit, Gesundheitsförderung oder insgesamt, wie eben Stress auf Körper und Psyche wirken kann, hilfreich ist. Mhm. Wenn es um den Bereich Gesundheit geht, dann mit Sicherheit Stressmanagement, Resilienztraining, aber auch Fitness. Ja. Kommunikation ebenso. Ich denke, es kommt darauf an, worauf du dich spezialisieren willst. Du hast viele Möglichkeiten einzusteigen, auch quer einzusteigen. Wichtig ist, dass uns klar ist, was wir tun. Also, ja, dass uns klar ist, wenn ich jetzt Rückentrainer bin, dass ich das einsetzen kann dann, wenn Rückenprobleme ein großes Thema in der Firma sind, wenn ich noch Expertise in Kommunikationstraining habe. Wunderbar. Wenn ich die nicht habe, ja, dann darf das jemand anders machen. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen mich nicht in die Firmen trauen muss und darf, sondern dann habe ich meinen Bereich. Ja, dann habe ich meinen Bereich. Und je mehr du an Expertise und Erfahrungen gesammelt hast und auch Ausbildungen, desto leichter ist es natürlich, für verschiedene Aspekte auch parat zu sein. Ja, ich würde das mal kurz unterscheiden. Vielleicht ist das noch ein Impuls für Anni Poljawaki, dass man schon unterscheiden kann zwischen BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, und BGF, ne, betriebliche Gesundheitsförderung. Diese Förderung, das sind oftmals Menschen, die dann in die Firma kommen und eine Dienstleistung anbieten, wie Kommunikationstraining, Dienstleistungen für Yoga, Entspannung, Rückenkräftigung, Konfliktmanagement und Co. Das sind einzelne Maßnahmen, die auch am Gesundheitstag oder eine gewisse Regelmäßigkeit in der Firma haben. Die werden aber von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement installiert. Ja. Und wenn du als BGM-Berater oder BGM-Mensch werden möchtest, dann musst du gar nicht so viel Ahnung haben von Rückengesundheit und Ergonomie und Co., sondern es geht ja darum, wie installiere ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement in der Firma. Und das kann locker mal 2 bis 4 Jahre dauern, bis sich dort ein gewisser, ne, mit Analyse und Gelder und Co., da bist du eher der Stellhebel für die Leute, die Yoga und Co. geben. Würde ich dir empfehlen, ich habe eine Folge mit dem Dirk Hübel von der Health and Fitness Academy dazu aufgenommen, was der Unterschied zwischen BGM und BGF ist. Und die HFA bietet auch BGM-Manager-Ausbildungen an. Also Falstar oder IHK und Co. Das ist wirklich ein Unterschied. Bin ich Rückentrainer oder BGM-Beauftragter? Das sind 2 unterschiedliche Säulen. Da vielleicht nochmal hinschauen, was dich eher interessiert. Genau, wichtiger Punkt, das zu unterscheiden. Meine Antworten haben sich dementsprechend dann auf die Förderung bezogen. Ja, genau. Und da im Vorfeld zu wissen, wo will ich hin? Welche Rolle will ich? Gottes Willen, nicht heißt, dass du als BGM-Beauftragter macht trotzdem Sinn zu wissen, wo ist Rückenmuskel, was ist vorne, wo ist hinten. Was spricht Yoga und was machen die Augen, wenn sie auf den Bildschirm gucken? Okay. Ja. Wenke, könntest du einmal noch mal kurz zusammenfassen? Was sind so vielleicht die 3 Basics, um eine gesunde Unternehmenskultur zu fördern? Mhm. Psychische und körperliche Belastungen im Blick haben und auch ernst nehmen. Wertschätzung, Akzeptanz, Vertrauen vermitteln, Kommunikation fördern. Ich hab jetzt locker 7 oder 8 rausgehört, aber du hast ja die Finger dazu. Ja, ich hätte noch ein paar. Aber ich werde da so ein bisschen dazu packen, auch wenn er nur 3 wollte. Ich hätte ja noch eine Latte, aber... Ja, komm, hau mal noch 2 raus. Ja, kollegiale Unterstützung ermöglichen, das hatten wir. Und Rollen- und Aufgabenverteilung. Okay. Rollen- und Aufgabenverteilung. Okay, waren wieder mehr, aber nur, dass ihr auch Impulse bekommt, was Unternehmenskultur kann ja sein, dass ihr in einem Unternehmen beständig seid, wo ihr schon lange 20 Jahre drin seid oder gerade ein Startup macht. Und ein Startup gründen ist halt auch mehr Unternehmenskultur, als nur eine Tischtennisplatte hinzustellen. Ja, und sagen, hey, wir machen bitte Bier-Ping-Pong. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Deshalb, Wenke, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte mich mit dem Thema Unternehmenskulturförderung und Unternehmenserfolg mehr beschäftigen und Unterstützung mir an Bord holen. Wo kann ich dich denn erwischen? Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Über E-Mail, Telefon, auf
Insta bin ich noch und gerade am Anfang auf LinkedIn. Also ihr findet natürlich alles in den Shownotes und in der Videobox, also nur mit Telefon. Du musst jetzt deine Telefonnummer hier nicht reinsagen, aber vielleicht noch dein Instagram-Kanal, dass man vielleicht direkt... Ja, Wenke-Gutreise. Okay, also findet ihr in den Shownotes, könnt ihr direkt anklicken, aber da habt ihr das schon mal gehört. Und gerne nehmt mit Wenke auch Kontakt auf, weil es gibt so viele Unternehmen, da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln, wenn du davor stehst und denkst, um Gottes Willen, was geht da in diesem Hause ab? Es ist wirklich viel Potenzial da. Und die Unternehmen sind auch inzwischen sehr gut dabei, sind aufgewacht. Na okay, irgendwie sind die Arbeitnehmer doch ganz wichtig und deren Gesundheit und ne, auch Familie und Co. Das sind auch Sachen, die man auch in der Bewerbung alles erfragen darf. Und sagen, hey, was tust du denn eigentlich für meine Gesundheit? Ich bin ja hier 8 Stunden am Tag da und mache meine Arbeit. Aber was kriege ich denn für meine Gesundheit zurück? Also diese Fragen sind definitiv legitim, dass man die stellt. Okay. Wenke, dann danke ich dir für die vielen Impulse, auch für die vielen am Ende zusammengefassten Impulse. Nochmal. Danke dir. Und auch, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, ne, dass Angst vor Blamage wegen aktiver Pause und wenn es eine Flatulenz ist, die dann mal den Freiraum sucht, das ist normal, das ist menschlich und kann sehr befreiend wirken, also überhaupt die Bewegung zwischendurch. Und auch so dieses Prinzip der Minimalkonstanz. Ja. Enorm wichtig. Cool. Ja, danke dir. Ich danke dir, Wenke. Und ich wünsche uns an dieser Stelle einen wunderschönen, warmen Tag. Also es ist Sommer 2020. Falls du das Video siehst und mir eine Schweißperle hier runterläuft. Schieß mir nach. Das reicht. Teil gern den Podcast und bitte nochmal gern bewerten, kommentieren und nehmt auch gern mit Wenke Kontakt auf. Schaut mal die Social-Media-Kanäle durch, da kriegt ihr Impulse. Und bis dahin, bis bald. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.